Hi meine Süßen, könnt ihr es erkennen? Ich habe eine neue Haarfarbe. Ich habe sie ein wenig aufgefrischt, weil wir haben ja bald das neue Jahr und ich finde, ein neues Jahr sollte man oft mit entweder einer neuen Frisur oder einer neuen Haarfarbe feiern. Und ich habe mir gedacht, dass ich bin ganz oft hellblond, dunkelblond. Blond, mittelaschblond, aschblond, mittelaschblond, wieder blond, rosa blond, 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 den ganzen Tag nur blond. Alles andere als blond ist halt nicht das, was ich sein will. Auf jeden Fall bin ich richtig froh, euch, bevor ich jetzt mein Abschlussvideo mache, welches übermorgen kommt, und ihr solltet ja unbedingt auswählen, was der Inhalt dieses Abschlussvideos ist, also sozusagen das allerletzte Video des Jahres, welches ich euch widmen will, weil ihr meine Members und meine Familie seid, möchte ich, dass ihr entsprechend euch auswählt, was der Inhalt dieses Videos sein wird. Ich möchte jetzt definitiv zu heute noch ganz, ganz schnell meine fünf schnellen Haartipps rausknallen. Also 5 Haarfrisuren. 5 easy Haarfrisuren, die jeder von euch hinbekommt. Ihr werdet sie lieben. Sie sind super einfach zu bekommen, hinzubekommen. Ihr könnt die Tools benutzen, die ich verwendet habe, aber ihr müsst natürlich das nicht genauso machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Seid individuell. Versucht da irgendwie euren eigenen Swing reinzubringen. Und dann schafft ihr das definitiv auch in 5 Minuten am Tag. Vor allen Dingen, wenn die Schule wieder beginnt, dann könnt ihr euch dieses Video angucken, um diese Frisuren zu kreieren. Sozusagen an jedem Wochentag in der Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Enjoy! Los geht's! Ich werde jetzt Nectar Thermique Kerastase ein wenig, also so ungefähr so 2 Tropfen oder beziehungsweise so 2 große Tropfen mir in die Hand reiben und die in das Haar applizieren. Und ich zeige euch auch gleich, wie man das am besten macht, weil ich die Haare jetzt eindrehen möchte. Normalerweise macht man Nectar Thermique rein, wenn die Haare sozusagen gewaschen sind, aber es schadet dem Haar auch nichts, die im trockenen Zustand aufzutragen. Ich habe jetzt Nectar Thermique auf der Hand und es gibt einen Trick. Ihr reibt euch die Hände damit ein, dass ihr das am besten macht, damit nicht zu viel Produkt im Haar ist, weil das ist auch nicht gut. Das macht die Haare, das lässt sie manchmal zu fettig wirken. Geht ihr einfach jetzt so durchs Haar. Jeder Berührung entsprechend trage ich jetzt den Leave-In Conditioner Nectar Thermique. Und jetzt drehe ich die Haare ganz grob auf, weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, zum Beispiel, wenn die Winterferien jetzt zu Ende sind, also die Weihnachtsferien, nennt man das Weihnachtsferien? Ja, ne? So, dann hat man ja manchmal, ja, Winterferien, ne? So, dann hat man ja manchmal nicht viel Zeit, man hat dann vielleicht so 5 Minuten, wenn es hochkommt, 10 Minuten und dann muss das ganz schnell gehen. Und deswegen, also werde ich jetzt einfach mal ganz schnell mit einem großen Lockenstab zu, ja, also 150 Grad sind schon sehr heiß, das reicht aber auch eigentlich auch, ganz grob die Haare ein. So, das Haar ist jetzt einfach mal ganz grob aufgedreht. Eigentlich ist es so auch schon sehr schön. Die Schuppenschicht schließt sich natürlich auch durch das Aufdrehen, was immer ganz klasse ist. Und diesen Hinterkopfbereich werde ich jetzt einfach so ein bisschen teasen, ne? So ein bisschen toupieren. Das könnt ihr mit einem Kamm machen oder mit so einer Toupierbürste. So. Jetzt nehmt ihr euch den ersten Strang. Quasi wie so eine French Braid, wie so ein Bauernzopf und flechtet dann praktisch immer unten durch. Also der bleibt oben, ne? So, dann nehmt ihr euch von links eine Strähne und die bleibt da drunter. Das muss jetzt auch nicht alles sauber sein, also keine Angst, wenn das jetzt alles so ein bisschen messy ist. So, es muss nicht sauber sein, es soll einfach gut aussehen. Gut aussehen und wir wollen hier gar nicht den allglatten Schick wahren und wir wollen das auch gar nicht, es soll jetzt nicht für eine Gala oder so sein, sondern ihr geht zur Schule und es darf ruhig so ein bisschen messy sein. Meistens ist das ja eh viel cooler und viel authentischer. Seht ihr das? Ich gehe halt immer unten durch. So. Jetzt nehme ich mir hier von rechts wieder
eine Strähne und lege sie unten durch. Dann nehme ich mir jetzt nochmal von links eine Strähne und gehe auch wieder unten durch. Und jetzt nehme ich mir von rechts wieder eine Strähne und flechte hier kunterbunt einfach mal so entlang. So. Dann nehme ich mir hier nochmal eine Strähne und ich, wie ihr seht, es ist halt, es verläuft halt alles so ein bisschen so, ne? Hier nehme ich mir dann auch nochmal, wie gesagt, eine Strähne. So. Und es ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwer, das selber hinzubekommen, das gebe ich zu. Aber wie gesagt, achtet nicht darauf, dass es jetzt irgendwie tipptopp ist und es darf ruhig messy sein und das werdet ihr selber am Kopf schon hinbekommen. Ich werde, glaube ich, auch nochmal ein Tutorial machen, wo ich das, wo ich mir selber irgendwie so einen Zopf mache. So. Und dann flechtet ihr das auch wieder so hinten herum. Ihr könnt natürlich auch nach vorne flechten, aber ich mache das jetzt einfach mal so hinten herum. Quasi, ne, nach hinten legen. Wie gesagt, das ist nur für die Schule. Ganz schnell. Und dann zuckelt ihr so den Zopf auseinander. So ein bisschen brutal. Einfach auseinander zuckeln. So, einfach hier so. Zack. Dass wie so eine, dass er flach ist, ne? Dass es wie so eine Platte ist. So. Ne? Damit das hier so ein bisschen locker alles anliegt. Hier zuckelt ihr auch dran rum. Das soll, wie gesagt, alles schön locker sitzen. Guckt mal, wie schön das ausschaut. Herrlich. So. Und dann dreht ihr das Ende praktisch einmal so um und nehmt euch eine Bobbypin. Das Ende lege ich nach unten, hier so drunter und das verstecke ich. So, mit der Bobbypin mache ich jetzt praktisch den Rest fest. So, und das ist es dann auch. Hierzu könnt ihr die Denman Brush benutzen. Denman Brush ist eigentlich eine Brush, die eine Bürste, die keine Metallnoppen hat, sondern sehr schonend für das Haar ist. Denman Brush, okay? Jetzt nehmt ihr euch einen Strang und macht aus diesem Strang einen Zopf, okay? Also so eine Strähne. Und den flechtet ihr jetzt auch zu einem Zopf ganz schnell. Der muss jetzt auch nicht wunderschön sein. Der darf auch messy sein. Wir haben ja keine Zeit. So, ich flechte den jetzt ganz schnell runter. Bis etwa hierhin. Den Zopf nehmt ihr, wickelt ihn um den Zopf. Und befestigt das Ende mit zwei Bobbypins. Habt ihr es mitbekommen? Zwei Bobbypins. Hier ist die eine. Zack, hier drunter. Seht ihr das? So. Jetzt kommt die nächste. So, und das ist der wunderschöne Zopf, der so ein bisschen an bezaubernde Genie erinnert. Ein bisschen weiter. So, schön aus. Hier seht ihr, es sieht richtig toll aus. So, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr natürlich die Enden schön eindrehen mit dem Lockenstab. Die dreht ihr dann einfach ein und wenn nicht, dann lasst ihr es einfach so. Und dieser leichte Schwung lässt den Zopf super schön und frisch wirken. Das ist Frisur Nummer 2. Und jetzt kommt Frisur Nummer 3. Yes! Der Fischgrätenzopf ist ziemlich einfach zu kreieren. Und vor allen Dingen möchte ich, dass dieser Fischgrätenzopf ein wenig messy ist. Ich nehme jetzt von links, schaut genau zu, eine Strähne. Die lege ich, also wir machen das so. Rechts ist ein Strang und links ist ein Strang. Aus dem linken Strang ziehe ich mir eine Strähne und lege den auf den rechten Strang. So. Und das gleiche mache ich umgekehrt. Also vom rechten Strang die Strähne nehmen und sie auf den linken Strang nehmen. Vom linken Strang die Strähne nehmen und sie auf den rechten Strang legen. Vom rechten Strang die Strähne nehmen und sie auf den linken Strang legen. Und so weiter und so fort. Nalale, wiederhol doch einmal, was wir jetzt hier machen. Also den rechten Strang nehmen und auf die den rechte Strähne. Ja, nehmen und auf den linken Strang nehmen. Yes! Und die linke Strähne nehmen und auf den rechten Strang. Jawohl! So, und das macht ihr jetzt einfach die ganze Zeit über.
So. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Wie gesagt, es muss nicht wunderschön sein, sondern soll jetzt einfach nur grob fertiggestellt werden. So. Und je mehr ihr nach außen geht, desto schöner wird eigentlich der Fischgrätensopf. Aber er soll ja nicht so schön werden, denn wir haben ja keine Zeit. So, super. Und aus diesem Fischgrätensopf machen wir doch direkt mal zwei Frisuren. So einfach geht das, denn wir haben doch keine Zeit. Immer noch nicht. So. Frisur Nummer 3 ist fast fertig. Ich lasse jetzt quasi dieses schön noch eingedrehte Ende so hängen und nehme mir jetzt auch nochmal ein braunes Haargummi und ich hoffe, ich finde noch ein braunes Haargummi. So. Und schließe den Fischgrätenzopf genau an dieser Stelle einfach nur bis zur Hälfte geflochten, denn wir haben doch keine Zeit. So. Und das könnt ihr jetzt auch nehmen und daraus entsteht jetzt Frisur Nummer 4. Das dreht ihr jetzt wieder einmal zu einem Dutt ein. Genau so. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der gediegenere Look, wenn ihr Sportler seid, die Haare zusammen sein müssen, aber trotzdem das süß aussehen soll. Wenn ihr zur Schule geht und keine Lust habt, irgendwie die Haare ins Gesicht fallen zu lassen, könnt ihr euch das entsprechend so einfach machen, indem ihr die Haare so aufdreht. Und dann ist es auch nicht so langweilig, sondern hier passiert irgendwie was. So. Und was ich euch jetzt hierzu noch vorschlagen würde, ist einfach so zwei Strähnen rauszuziehen. Die kann man natürlich auch nochmal eindrehen. Kann man, muss man aber nicht. So. Und die lassen wir jetzt einfach mal so hängen. Das sieht dann auch fantastisch aus. So, ein schönes Gesicht kann nichts entstellen. Das ist die Frisur. Sieht sie nicht großartig aus? Ja. Schon fast wie auf der Mailänder Modewoche. Alright. So. Aus den wundervollen Haaren kriegen wir jetzt einen hohen Dutt mit einem dicken, fetten Donut von Primark. Den kriegt ihr dazu. Kaufen. Der Donut kommt jetzt im Zuge. Das ist der Zopf. Das ist mein Donut. Lege ich jetzt hier einfach so rüber. Jetzt macht ihr also ein Viertel des Haars, legt ihr oben rüber, zieht das hier so durch und wickelt das Haar praktisch einmal um den Donut herum. Das Ende könnt ihr mit einer Bobbypin fixieren. Seht ihr, wie fantastisch das aussieht? Es hat original 2 Minuten gedauert. So, und das ist doch eine super tolle Lösung. Ich finde, das sieht mega, mega classy aus. Man kann so feiern gehen, man kann so zur Schule gehen, man kann so einkaufen gehen. Was kann man noch so alles in dieser Frisur machen? Alles. Einfach alles. So. Ist das nicht traumhaft schön? Und ich muss sagen, Lade hat dickes Haar, aber es war jetzt schon so ein bisschen eine Challenge, ne, wo wir im Thema Challenge sind. Die Haare alle so da rum zu bekommen, aber es geht. Also man sieht jetzt auch nichts durch. Ich würde euch dennoch dazu raten, bei blondem Haar dann auch so einen beigen Donut zu nehmen, bei schwarzem Haar einen schwarzen Donut. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. So. Ich liebe es, Oliven zu essen und diese Flüssigkeit, die in dem Olivenglas ist, wenn keiner hinschaut, zu trinken. Ich weiß, es ist so eklig, aber ich liebe es, wenn keiner hinschaut, keiner guckt.